Der Dortmunder Weihnachtsmarkt gehört zu den größten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Fährt man mit dem Auto hierhin, sollte man auf jeden Fall genug Zeit einplanen zur Parkplatzsuche, weil gerade jetzt zur Weihnachtszeit sind natürlich die Parkhäuser in Dortmund voll. Ist man aber dann endlich hier, dann kommt richtig Weihnachtsstimmung auf, denn hier gibt es einen riesengroßen Weihnachtsbaum, der satte 45 Meter misst. Der Weihnachtsbaum besteht aus sage und schreibe 1700 einzelnen Fichten und 48.000 Lichter leuchten daran. Der Baum ist natürlich nicht das Einzige, was der Dortmunder Weihnachtsmarkt zu bieten hat. An rund 300 Ständen geben sich Aussteller die Klinke in die Hand. Wer möchte, kann eine Führung über den Weihnachtsmarkt buchen. Die dauert 2 Stunden und dazu gibt es ein Stück Kuchen und natürlich ein Glas Glühwein. Besonders interessant für Kinder ist natürlich der Weihnachtsmann und das Weihnachtsdorf. Wir sind jetzt hier im Weihnachtsdorf. Tina, was macht man hier genau? Ja, also die Kinder kommen hier, melden sich an, das kostet 2 €. Erst waschen wir mit den Kindern die Hände und dann backen wir mit den Plätzchen die Form und rollen den Teig und dann ja, packen wir die ein, so eine schöne Box und ja, dann können sie mitnehmen. Sabine, was ist das Besondere an deinem Stand hier auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt? Was ist das Besondere? Wir natürlich mit unseren Handpuppen. Was Schöneres gibt's hier gar nicht, außer wir hier. Wo kommen denn diese Handpuppen her? Wir fertigen sie selber, die sind handgefertigt und wir fertigen die in... Stopp. In Londonstadt. Okay. Die kommen aus Deutschland, ne? Die werden in Deutschland gefertigt und alles aus Plüsch. Man kann die in die Waschmaschine tun. Was für uns natürlich sehr wichtig ist, die Augen haben Sicherheitsverschlüsse für die Kinder, dass die Kinder eben die Augen nicht verschlucken können und, wie gesagt. Und die sind einfach naturgetreu. Man hat einfach Spaß damit, wenn man die in die Hand nimmt. Man muss einfach mit diesen Puppen spielen. Ich finde, so in der heutigen Zeit haben die Kinder und auch die Erwachsenen einfach mal Spaß an sowas und nicht immer so einen Computer rauszuholen oder... Man kann gute Gespräche mit so einem Tieren spielen und wir haben einfach Spaß dran und die Kinder auch. Was ist denn für Sie das Besondere am Dortmunder Weihnachtsmarkt? Was ist für mich das Besondere am Dortmunder Weihnachtsmarkt? Erstmal der Weihnachtsbaum, der große, der ist natürlich ganz toll. Die Atmosphäre hier finde ich total schön. Ja, und wir. Danke, vielen Dank. Sehr gerne.